11 Uhr 10. Ist klar. Danke, Kollege. Du, unser Kaffeewert, der wird dünner. Wiederschein, schön hier. Wiederschein, Parkset. Da war gerade ein Anruf von der Justizvollzugsanstalt Landsberg. Was wollen die? Der Melker Hannes ist entlassen worden. Ah, warum kommt er an? 11.10 Uhr, Stammberger Bahnhof. Der Schrift kann man nicht lesen. 11.10 Uhr? Du Heindl, ruf doch bitte schon meine Frau an. Sag ihr, ich komme ein bisschen später, ich habe was zu erledigen. Holst du den vom Zug ab? Ja, muss ich doch. Mei, den Melker Hannes, den kenne ich doch schon seit 15 Jahren, kenne ich den alten Kanofen. Na, länger, 20 Jahre. Und jedes Mal, wenn er aus dem Knast entlassen wird, dann hol ihn halt ab. Mit Blumen. Aber heute sag ich's ihm, du Freund, das ist das letzte Mal. Wiederschauen. Servus. Ich hab ein paar Mal getroffen und jetzt hol er die wieder ab. Das ist das letzte Mal, das schwör ich dir. Hoffentlich, komm. Du, ich bin raus, ich bin freier Mann, ja? Entschuldige, ich will ja nur, dass du frei bleibst. Hör bloß auf, kann keinen Bullen mehr sehen. Ja, drum komm ich in Zivil. Versöhnung. Wohnst wieder in der Haslinger Straße? Frag doch nicht so blöd, das weißt du genau, dass ich die Wohnung noch habe. Dann was hast du vor? Hast Pläne? Na? Ich freue mich auf mein Zuhause. Das ist Nummer eins. Dann kommt lange nichts. Meine Tochter hat sich um die Wohnung gekümmert. Hab ihr gesagt, besorg mir gleich eine Flasche Sekt, wenn ich nach Hause komme. Was ist? Bringst du einen Schluck mit? Ja. Sag erst mal guten Tag, wie sich das gehört. Guten Tag, Vater. Komm rein. Guten Tag, Herr Schöninger. Danke. Wie sieht denn das hier aus? Was sind das für Mäntel? Der Hut. Das ist doch nicht mein Hut. Komm doch erst mal rein. Ich will wissen, was das für ein Hut ist. Tag, Schwiegervater. Ja, herzlich willkommen. Wen bringst du denn da mit? Das ist Herr Schöninger von der Polizeiinspektion 1. Na, sehr komisch. Na, das ist ein Freundschaftsbesuch. Aha. Was machst du hier? Na, geh doch erst mal rein. Ich will wissen, was du hier machst. Na, geh doch erst mal rein. Ist das so schwer zu verstehen? Komm, Anni. Hannes, ich geh jetzt bis. Dann bitte bleib hier. Ihr wohnt hier. Ihr wohnt in meiner Wohnung. Du warst 2 Jahre im Bau. Sollte die Wohnung leer stehen? Das ist meine Wohnung. Ich habe niemandem erlaubt, in meine Wohnung einzuziehen. Aber hör doch mal. Wie kommt ihr dazu? Seit wann wohnt ihr hier? Ich habe ihm gleich gesagt, dass es dir nicht recht sein wird. Seit wann? Es ist doch vollkommen verrückt, eine Wohnung leer stehen zu lassen. Ihr verschwindet hier sofort. Packt eure Sachen und raus. Geht aber nicht. Wieso geht das nicht? Wir haben unsere Wohnung nicht mehr, Vater. Wieso habt ihr eure Wohnung nicht mehr? Mensch, weil wir da raus mussten.
glaube euch kein Wort. Ihr braucht nur jemanden, der für euch die Miete bezahlt. Ihr verschwindet hier, zwar sofort. Dann sag uns, wohin. Hast du es gehört? Die sind einfach in meine Wohnung gezogen. In meine Wohnung. Die ganze Zeit habe ich die Miete dafür bezahlt. Bloß damit ich sie nicht verliere. Seit 25 Jahren habe ich die Wohnung. Und jetzt? Ha, guck dir das an. Wo sind meine Sachen? Es ist nichts verloren gegangen. Wir haben alles in Koffer gepackt. Und in Kartons. Es ist alles noch da. Auf dem Boden oder im Keller. Alles noch da. Auf dem Boden oder im Keller. Muss ich nur rauf auf den Boden. Nur runter in den Keller, damit ich meine Sachen wiederfinde. Es ist gut, dass du mitgekommen bist. Hast ja alles gehört. Du, nein, ich bin privat. Ich wollte nur Gasel sehen. Ich mache eine Anzeige. Die haben mir meine Wohnung weggenommen. Nimm's gleich auf, ich mache eine Anzeige. Also gut, dann kommst du morgen aufs Revier. Außerdem ist ja noch nichts passiert und die gehen doch freiwillig raus, oder? Das glaube ich nicht. Der gibt nicht raus, was er mal hat. Oder? Gehst du raus? Ja, aber klar. Sobald wie möglich. Hast du das gehört? Wer das sagt? Der geht nicht raus, ich schwör's dir. Ich mach eine Anzeige. Ich geh jetzt. Hey, ein paar Stunden Schlaf brauche ich schon noch. Mein Nachtdienst. Herrschaft, ihr seid doch Verwandte, da könnt ihr euch doch einigen. Wie groß ist denn die Wohnung? Groß genug. Drei Zimmer. Dreieinhalb. Drei Zimmer, sag ich. Hörst du, wer das sagt? Der geht nicht raus hier. Kio, also pass auf. Hä? Dann nutze ich. Mehrfacher Einbruch, leichte Körperverletzung, schwere Körperverletzung. Ah, das ist ja ganz Lappen. Und ein neuer Fall? Fehlanzeige. Er ist zum letzten Mal vor 3 Jahren straffällig geworden. Ja, dann geht da nichts. Nein. Weil freiwillig geht der nie aus der Wohnung raus. Diese Wohnung ist für den Melker einfach alles. Das ist seine Burg. Wenn er die einmal nicht mehr hat, dann wird er rückfällig. Und dann wandert er wieder in den Knast. Und der andere hat die Wohnung. Das blöde Zit. Da kann man nichts machen. Nein. Fällt dir da gar nichts ein? Gar nichts. Jetzt geht's ja wieder. Lassen Sie einen nicht sterben. Ich wollte nur schauen, wie es dir geht. Gehst du gar nicht mehr heim? Bist aber früh in der Wirtschaft in letzter Zeit. Na ja, jeden Abend. Solange bist du hier zumachen, damit ich den Kerl bloß nicht sehe. Wie, oder spielst du? Entschuldigung. Hast du was gegessen? Was sagt denn die Anna? Die hat doch nichts zu melden. Wird doch rabiat, wenn sie den Mund aufmacht. Bloß nur Angst, dass irgendwas passiert. Du lass ihn nicht provozieren, der ist gefährlich. Der provoziert mich von morgens bis abends. Schläft in meinem Bett. Ich kann auf dem Sofa schlafen. Hockt in meinem Zimmer, in meinem Sessel. Qualmt einer nach der anderen. Ich geb nicht auf. Der schafft mich nicht. Kein Aschenbecher? Hast du keine Schaufel, kein Besen? Um deinen Dreck wegzumachen?
machst du in deinem Schrank? Was ist dein Koffer? Das ist mein Schrank. Gewesen. Weißt du das immer noch nicht? Ja. Und wenn wir eine andere Wohnung suchen, eine kleinere? Eine kleinere? Na, probieren wir es doch. Geh mal Anzeige auf. Du, ich wohne seit 25 Jahren dran. Warum muss ich denn da raus? Warum denn ausgerechnet ich? Na, wir finden ja sowieso keine. Schau, wenn heute ein Vermieter hört, vorbestraft. Das ist ja nur schlimmer wie ein Ehepaar mit zwei Kindern. Nein, nein, wir finden keinen. Jetzt führe ich dir mal was vor, dann komm schon. Da. Schlüssel steckt. Muss klingeln. Wer will, dass ich klingle? Lässt er mich stehen, so wie jetzt. Warte. Klingle noch mal. Noch mal. Wenn er endlich aufmacht, sagt er, was du wüsstest, ich habe nichts gehört. Geklopft, Freund. Du bist. Ich habe nichts gehört. Bitte. Was ist denn los? Ja, nichts ist los. Ich will in meine Wohnung. Das ist alles. Bitte. Bitte, Inspektor. Ich hab, ihr seid der Familie. Kennst doch da keinen Dauerkrieg für einen Herrn. Krieg? Hast du gesagt, wir machen Krieg? Was denn sonst? Na gut, einen ganzen Haben. Okay, jetzt geht's doch einmal aus der Wohnung raus. Es ist doch die seine. Ich weiß schon, dass schwer ist für sie, was zu finden ist. Herr Inspektor, ich glaube, das ist nur eine Sache zwischen ihm und mir. Wir würden ja hier gerne rausgehen, aber uns fehlt das? Ja. Ja, wenn wir das hätten, dann wäre ja alles anders. Ja, dann müssten wir halt einmal was arbeiten. Dann hätten wir es schon. Ja, haben Sie was? Soll ich reden mit ihm? Ja. Wir sind dann raus. Komm. Komm. Herr Inspektor, das ist doch alles Unsinn, was der Alte da redet. Mein Gott, ich gehe ja hier raus. Wann? Sobald ich was hab. Schauen Sie, eine Wohnung, die zu einem passt, die muss man ja schließlich erst haben. Das da herin ist das Einzige, was der Mann noch ja hat. Wenn er die Wohnung nicht mehr hat, dann geht der kaputt. Inspektor, wir haben doch alle genug Platz hier. Und außerdem nimmt ihm doch niemand was weg, überhaupt nichts. Inspektor, ich gehe hier raus. So, abgemacht. Abgemacht. Gut. Und schriftlich brauchen wir es nicht machen. Wozu? Der kommt ja doch bald wieder in den Knast. Kann man direkt drauf warten. Ah, da wollen Sie raus. Sehen Sie es anders? Ja, sind Sie ein schräger Vogel. Hey, mein Polizist will sich verabschieden. Jetzt lass dich doch nicht immer provozieren. Ja, wart doch drauf. Gott, wie oft soll ich dir denn noch sagen? Ich habe keine Angst vor ihm. Ich will meine Wohnung wieder haben, das ist alles. Die Polizei hilft einem ja nicht dabei. Ja, dir kann auch nicht helfen. Du nimmst da kein Rad auf. Rutsch mir den Puckel runter. Ja, ich hab auch keine Wohnung für dich. Dann klopf halt. Bringst wieder mal Polizeischutz mit, ne? Der kommt nicht als Polizist her. Sondern als was? Na komm, Anni, geh mal raus. Tu nicht immer, was der will. Du gehst raus. Was ist los? Trinkst du was mit? Übrigens, ich kann eine Wohnung kriegen. Wenn ich dir ab, bist mich los. Das ist doch ein Haken dabei. Ich muss Abstand zahlen. 5.000. Die willst du von mir. Hast du die nicht?
habe gestern Kräuter getroffen. Ich glaube, der hat eine Sache vor. Wären die 5000 leicht drin? Ist schon so. Musst ihn schon selbst fragen. Mir hat er nicht viel gesagt. Er sagte nur, wo ist der Hannes und dass er eine Sache hätte. Mit dir hat er doch immer am liebsten zusammengearbeitet. Ich mach nichts mehr. Nie mehr. Ja, war nur eine Frage. Kann ich was zu trinken? Klar. Da wären 5000 drin. Eine leichte Sache. Ich glaube bei irgendjemandem, der Schmuck im Haus hat. Du hast eine Wohnung in Aussicht? Du, ich kann morgen einziehen, wenn ich die 5000 hinblättere. Wieso will einer 5000 für eine Wohnung? Weil er sonst nicht rausgeht. Du gehst sonst auch nicht raus. Und fang doch nicht schon wieder an. Wieso machst du den Bruch nicht? Warum besorgst du dir nicht die 5000? Ich? Wieso denn ich? Ich bin noch nicht im Druck. Du würdest dann ausziehen? Ja. Grüß Gott, zwei Flaschen Weißbier zum Mitnehmen. Ich hätte gerne ganz helles zum Dortringer. Na? Wie geht's zu Hause? Danke, gut. Ist er weg? Bitte? Nein, nein, das macht er. Danke. Schöninger, angenehm. Das ist Herr Kräuter, das ist ein Freund von mir. Kräuter, Kräuter, kenne ich doch den auch. Kräuter. Nein, den kannst du nicht kennen. Ah, ich hab den Kräuter gemeint. Also, abgemacht. Morgen Abend. Warte mal einen Moment. Du, Franz. Hä? Das ist dein Auto? Nein, nein, das gehört dem Kollegen Heindl. Ich habe ein Fahrrad. Du, Franz. Ja? Du bist doch mein Freund, nicht? Musst du nicht gehen?
Das Silber ist da hinten. Ja, lustig. Ist aber nett, dass Sie so schnell kommen. Was ist denn passiert? Sie schicken mir die Streife. Was gibt's denn so Dringendes? Ja, kleinen Moment. Das ist reine Routine, Herr Lustig. Ah. Tja, unangenehm. Sehr unangenehm. Was ist denn unangenehm? Ihr Schwiegervater und ein gewisser Kräuter. Kräuter? Ja. Den haben wir vor einer Stunde erwischt beim Einbruch. Ach nein. Beim Einbruch. Okay, der Schatz. Ich habe ihm ja gesagt, der ist nicht lange draußen. Gewettet hätte ich, dass der rückfällig wird. Ah, was ein alter Ganove ist, ne? Ja. Katze lässt Mausen nicht. Ja, die Sache hat nur einen Haken. Mhm. Was denn für ein Haken? Ihr Schwiegervater, wir sind ja in letzter Zeit sehr viel zusammen. Ja, fast schon alte Freunde. Ihr Schwiegervater hat mir gestern schon davon erzählt. Wovon? Ja, von dem Bruch. Dem Bruch? Und dann hat er mir noch gesagt, mein Schwiegersohn, also Sie, geht nur aus der Wohnung raus, wenn er 5000 Mark dafür kriegt. Und Sie hätten ihm den Tipp für einen Einbruch gegeben, wo er die 5000 Mark kriegt. Händel, ich glaube, er braucht was dringender. Ja, er braucht was. Was mag er denn? Ein Glas Wasser. Ich hätte ihm den Tipp gegeben? Ich habe ihm den Rat gegeben, mach den Bruch, bitte. Das war ein Rat von Freund zu Freund. Und nicht als Polizeibeamter. Und wissen Sie, warum ich ihm den Rat gegeben habe? Weil ich neugierig bin, weil ich was wissen wollte. Sie haben keine Ahnung, was. Nein, wovon denn, verdammt nochmal? Aber gell, Sie wollten Ihren Schwiegervater doch hochgelassen. Ich? Aber gell, der anonyme Anruf vor einer Stunde hier, der war von Ihnen. Mit einem genauen Hinweis auf den Einbruch. Aber wir waren schon da, gell? Oh, so schnell sind wir. Das ist doch alles Unsinn, ich habe nicht telefoniert. So, dann gibt's die nächste Überraschung. Es gibt einen Zeugen, es hat Sie jemand gehört. Anni. Siehste? Jetzt musst du doch in eine andere Wohnung.